Gemüseernte in einem Kibbutz in Israel. Früher arbeitete Dotan Goshen 50 Stunden pro Woche. Als sein Chef noch mehr Einsatz forderte, war für Goshen Schluss. Er kündigte. Von der Hightech-Branche wechselte er in den Ökolandbau. Er hatte einen Dienstwagen, teure Klamotten und eine Kreditkarte. Vermissen tut er diese Sachen nicht. Ich habe das Gefühl, etwas Authentisches zu machen. Etwas, wonach es eine Nachfrage gibt. Ich mag, was ich herstelle. Mir gefällt die Verbindung zur Erde und mir gefällt die Verbindung zu meinen Kunden. Der 37-Jährige ist Vater von 3 Kindern. Wie er flüchten immer mehr Israelis aus Arbeit und Karriere auf der Suche nach einem erfüllenderen Leben. Auch Eli Cohen hat früher Überstunden geschoben. Er arbeitete in der Kommunikationsbranche, aß nur auswärts und machte Dienstreisen noch und noch. Diese hektischen Zeiten sind vorbei, jetzt lehrt er Tai Chi und Qigong. Es sieht so aus, als habe er sich gefunden.